beginnt ein neuer Tag. Herzlich willkommen zum neuen Video. Herzlich willkommen in Tansania! Und jetzt sind wir hier an der Lake Eyasi Safari Lodge angekommen und schaut euch doch mal an, wie schön es hier ist. Hier werde ich heute Abend den Sonnenuntergang genießen, aber als erstes werde ich euch eine Roomtour geben. Hier ist erstmal mein Ausblick über den Eyasi See. Hier ist der Pool. Und meine Terrasse. Und jetzt geht's ins Haus. Mein Himmelbett. Wie die Prinzessin auf der Erbse werde ich schlafen. Leider muss ich morgen schon um 5.30 Uhr im nächsten Ort an der Ecke sein, sodass ich es gar nicht genießen kann, hier zu sein. Hier geht's ins Bad. Ein riesiges Bad. Und die Dusche. Ist es nicht traumhaft? Ich liebe es. Ich versuche mich gerade durchzuschlagen zu dem See. Ich habe auch vorher gefragt, also es ist möglich. Ich sollte mir nur Schuhe anziehen. Schuhe habe ich. Natürlich Flipflops, ist ja klar. Ja, und jetzt schaut euch doch mal an, wie schön es hier ist. Ich drehe mal um. Wow, einfach, wow, einfach mitten in Afrika. Ich kann es kaum glauben. So, ich bin schon hier unten. Da hinten ist der Rückweg. Ich finde den Rückweg wieder. Man kann das nicht schaffen. Und schaut euch doch mal an, wie schön es hier ist. Dort die Berge im Hintergrund. Ich kam hier gerade zum Einheimischen und erzählt mir auf seiner Sprache, was auch immer er für eine Sprache spricht. Ich kann hier nicht zum See gehen, das geht nicht. Und dann hat er mir so gezeigt, wo ich lang gehen soll, einmal außen rum. Aber ich habe einfach keine Zeit für außen rum. Dann kam der Nächste, habe ich den gefragt, ob ich hier lang gehen kann, weil ich bin schon ziemlich dicht. Schaut mal, da ist schon der See. Und der Nächste hat gesagt, ja, ich kann hier lang gehen, aber Englisch spricht hier gar keiner. Ich werde ein bisschen aufpassen. Ich habe ja immer noch Flipflops an und hier sind lauter Dornen. Und es scheint mal ein Maisfeld gewesen zu sein. Und von der Herde lauter Puh liegt hier. Aber ich komme näher. Jetzt übrigens ohne Guide unterwegs, weil ich finde, der hat seinen Feierabend verdient. Ich habe den gefragt, ob ich hier gehen darf und der sagt ja. Und dann wollte er mir jemanden von der Company mitschicken. Habe ich gesagt, nein, ich schaffe hier schon alleine zu spazieren. Mal sehen, ob ich es schaffe. Ich habe mich ja schon öfter mal in Afrika verlaufen. In dem Eyasi-See kann man übrigens nicht baden. Salzgehalt, welche weiß ich nicht, aber ich glaube, ich komme gar nicht so richtig bis zum Ufer. Schaut mal, wen ich hier begegne. Einen Esel und da noch Kühe. Ich glaube,
ich habe mein Ziel erreicht. Schaut mal, die nähern sich langsam mir an. Ja, ich komme nicht weiter. Hier ist alles Sumpf. Da geht es leider nicht weiter. Wahrscheinlich, wie der eine dort gerade gesagt hat, dass es einfach hier gar nicht möglich ist, hinzugehen. Und, aber für den Weg habe ich leider nicht so viel Zeit mehr. Der Sonnenuntergang kommt gerade. Da seht ihr noch mal meine Lodge. Und in dem großen Haus dort gibt es heute Abend das Dinner. Und mein Raum oder mein Bungalow ist dort. Da ist er. Gleich Dinner hier in der Lodge. Die Sonne ist untergegangen. Avocado Vinaigrette. Als zweiten Gang gibt es Bohnensuppe. Dritter Gang ist Reis und Beef. Da kam noch was. Kartoffelbrei, Möhren, gegrilltes Schwein und grüne Bohnen. Einen wunderschönen guten Morgen. Immer noch vom Eyasi-See. Wir starten hier heute um 5.30 Uhr. Es ist jetzt 4.45 Uhr. Um 5.15 Uhr gehe ich einen morgendlichen Kaffee trinken und eine Banane essen. Und dann geht es los zu dem Volk der Hadzabe. Und dort gehen wir auf die Jagd. Ich bin schon gespannt, welche wilden Tiere sie jagen werden mit mir und ob sie überhaupt Tiere mit mir jagen können. Und wir gehen auch auf Honigsuche. Ich bin selbst so gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch und bleibt dran. Es ist 5 Uhr. Tschüss, mein schöner Bungalow hier am Eyasi-See. Oh, ihr seht mich gar nicht. Ich stehe hier mit einem riesen Rucksack auf dem Rücken und einen auf dem Bauch. Und jetzt geht's hier rein zum Kaffee trinken und dann ab in den Jeep. Der Guide ist schon da. So nett, hier standen Kekse. Und am frühen Morgen mag ich keine Kekse. Jetzt haben sie mir zwei Bananen gebracht. Total nett. Ist sowieso, was mir hier aufgefallen ist. Es muss Menschen geben, die gar nichts mehr können. Hier wird wirklich alles vorbereitet. Von wenn man abends zum Dinner geht. Und man wiederkommt, sind alle Vorhänge vorgezogen im Zimmer. Da waren schon praktisch die Heinzelmännchen und haben alles fürs Zubettgehen vorbereitet. Die Bettdecke war zurückgeschlagen. Jetzt die Banane, da war oben ein Stück eingeschnitten, dass man sie besser öffnen kann. Also hier wird alles für einen vorbereitet. Das ist so ein Zeichen, wie zuvorkommt und ja, wie viel hier für den Menschen, für den Kunden getan wird. Ich bin total begeistert. Ich sitze im Auto, ihr seht mich nicht, doch meine Brillengläser. Und da geht's jetzt los. Bye bye. Ist okay. Wir überqueren jetzt einen Fluss, der ist aber fast ohne Wasser. Hier wurde extra so ein Damm gebaut. Ja, wir fahren schon eine Weile hier durchs Dunkel. Mal sehen, wo wir ankommen. Nein, nicht so easy. No.
wir sind hier im Busch und kommen irgendwie nicht weiter. Er sucht jetzt die Straße. Es kann sein, dass wir den Rest laufen müssen. Wow, schaut doch mal. Da kommt jemand aus dem Busch. Ah, okay. Yeah. Asante, he speaks Swahili? No. No, only his language. Only a language. Vase, because he walks. So, jetzt gehen wir durch den Busch ihn hinterher. Oh, ein Hund. Good morning. Oh, hier ist ein Feuer. Wow. Die leben im Baum. Oh, dunkel. Das ist Pavian. Sie Pavian. Ah ja. They say you're welcome. We just in prepare for going yagen. Ah, okay. They're sleeping in the bushes. But only for hunting. No, but this is a home place. Ah, okay. Things. Oh, that's the Fledermaus. Oh, two. Yeah, there are two. Here's a window. Wow. Yeah. And normally those people, they are going hunting early morning and evening. And they're using bogen and file pizza for the yagen. And the Hadzabe, they eat everything except snake and hyena. They don't eat snake because of their culture. Or some kinds of snake like. Amayaga. Amayaga. Aya is a woman, Bawa is a man. Ah, Aya Kabawa. Bawa. Bawa. Okay.
Zahamana, like Bakopova, see ya. Chenete aya ubi yete shilanga kubi akateta atana kuya kusepa akaku kaku chiki bichi na kuya kuku kwa naeta aya bepe ama akana bema udundua ama udundua but no, yeah that's they're using for killing the bird very good kubota kila tila loko baya lele sabiro the kinds of bird kubota kila titiko baya kumkele jobo that's kinds of bird. Stachel Schwein. Sie rauchen unter anderem auch Marihuana, was hier wächst, wenn es regnet, wenn Regenzeit ist. He's so interested for the handy camera. Yeah. He like it. Das ist JJ, mein Guide, und er ist auch das, was die Hazabe essen, und ihr hört ihn immer, wenn er mir alles übersetzt und erklärt. Okay. Das ist mein Guide JJ und er zeigt mir hier die Homebase der Hazabe.
And normally the woman is who care the young children. They also they going gatherings, they go to collecting honey. Ah yeah. Digging some kinds of roots like and also they collecting wild fruit and digging some kinds of roots. Schläft er. Do you understand, eh? Jetzt gehen wir hier durch den Busch und suchen Honig. Jeder Mann hat nur eine Frau hier. Ntana Aya. The place where they're sleeping. This is for cooking. For water. Kwami utet lale bawa. Mimi hivi. Kwami hivi ndo na fly bawa. Cheche asha shumane echo. See the skip baboon. Hivi eh? Eh. Ndo tia ya. Kwami? Eh. So kama kuli. Hivi ya hivi. Jede kleine Familie hat so eine separat abgegrenzte Ecke. Er zeigt mir jetzt hier jedes einzelne Haus. Das ist echt weitläufig hier. Ganz schön versteckt. Man sieht gar nicht, wo hier ein Haus ist, erst wenn man davor steht. Wow, der läuft ganz schön schnell. So schnell komme ich gar nicht hinterher. Keeping the meat of baboon. A lot of meat. They don't use for one day. See, like on the on those buckets, there's some legs of baboon. Ne echo. Ne echo. Ne echo. Wir gehen jetzt zur Jagd. Also nur noch mal zum Verständnis, das ist hier ganz untouristisch. Ich bin hier mit meinem Fahrer und meinem Guide. Einfach zum Dolmetschen und zeigen, wo die Gegend ist. Ich latsche jetzt einfach hier hinterher. Jetzt geht's zur Jagd. Er hat verschiedene Pfeile dabei, weil er nicht so genau weiß, was er jetzt jagt. Der Pfeil, also die Pfeile bestehen aus Holz. Die Schnur, die sie benutzen müssen, um Sachen zu befestigen, ist aus Sehne. Und der Bogen, die Sehne vom Bogen, ist auch aus Sehne von Tieren. Und wie gesagt, das ist jetzt hier nicht gestellt. Das ist jetzt ihr tägliches Tun. Jetzt holen sie ihren Pfeil zurück. Er hat Spuren entdeckt. Die Hunde haben etwas gewittert. Sie jagen übrigens alles. Sie achten hier sehr auf die Fußspuren, Tierspuren.
Sie achten auf ihre Hunde, was die Hunde so wittern. Und sie machen Lärm, um Tiere aufzuscheuchen. Und das Einzige, was sie nicht essen, sind Hyänen und Schlangen. Alles andere essen sie. Sie ernähren sich nicht ausschließlich von Fleisch, sondern nehmen auch Früchte des Waldes zu sich und kochen, zum Beispiel Ugali. Im Gegensatz zu den Datogas von gestern sind sie monogam. Jeder hat eine Frau, jeder hat ein Haus, was wir vorhin gesehen haben, und seine Kinder. Sie sprechen ausschließlich ihre Sprache. Kein Swahili, kein Englisch, nichts. Darum muss man hier immer mit einem Dolmetscher her, der seine Sprache spricht. Übrigens spricht JJ, da ist er, der spricht 25 Sprachen. Und da sind unter anderem schwierige Sprachen dabei, wie diese Klicksprache hier. Das ist ein ausgetrocknetes Flussbett. Und wenn man hier so sieht, wie tief das Wasser hier eigentlich ist manchmal. Schaut doch mal. Selbst die Guides finden es imposant. Die Hunde sind losgerannt. Wenn er ein Tier hört, muss er vorher auswählen, welchen Pfeil. Also er muss echt schnell sein. Die Hunde sind alle ins Gebüsch gegangen. Schaut euch doch mal die schönen Baobab, also Affenbrotbäume hier an. Die sind hier sehr gesund, haben sie mir gerade erzählt, weil hier gibt es nicht so viele Elefanten wie in Tarangire und wo sie noch überall wachsen. Denn die Elefanten, die zerstören die Pflanze, sie zerstören die Rinde und ja. Er hat den Vogel nicht getroffen, jetzt muss er seinen Pfeil wieder einsammeln. Natürlich hat der gesehen, wo der gelandet ist. Krass! Einfach so Vogelnester, gelbe Vögel, Reins. Hier ist der Eingang, aber ist keiner drin. Yeah.
Diesmal gibt es ein Eichhörnchen. Aber wir sehen die Eier machen. Jetzt gibt es erstmal einen Snack. Hier fallen die ganzen Früchte vom Baobabbaum. Und die werden jetzt hier gegessen. So, der Vogel, den er geschossen hat, der wird jetzt hier gegessen. Er rupft ihn schon. Und dann gibt es den auf dem Feuer. Jetzt lassen wir es sich schmecken. So, wir haben uns jetzt von den Hatzabe verabschiedet und jetzt fährt der Fahrer den Jeep hier unter dem Baum und dann gibt es erstmal Frühstück. Durchs Flussbett. Dort sind gerade Tiere zur Wasserstelle getrieben worden. Dort hinten sind auch noch mehr. Jetzt zum Sonnenuntergang möchte ich mich von euch für heute verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr folgt mir zum nächsten Video, denn nächste Woche geht es weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, vielleicht sogar ein Abo. Dann könnt ihr auch nächste Woche wieder reinschauen. Bis bald!